herzlich willkommen zu einer neuen, frischen Runde Starbound, yay! So, wir haben schon mal ein bisschen vorgearbeitet, weil in der letzten Folge das alles so mehr oder weniger mies gelaufen ist. Ich habe hier noch das Stühlchen platziert, da unten haben wir jetzt den Ofen, jetzt haben wir hier auch einen dritten Brennofen noch zusätzlich. Und wir sind auch fleißig am Dekorieren. Ja. Und am Ressourcen machen, sozusagen Orbs in Barren umwandeln. Am Sein, am Tun, am Dransen und Popanzen so. Ja, die müssten ja eigentlich soweit sein jetzt. Ah, täusch dich nicht. Täusch dich nicht, das dauert. Boah, das dauert ja Ewigkeiten. Na, du sagst es, das dauert. So. Den Bogen brauche ich da oben jetzt nicht. Und ich habe mir noch ein zweites Hunting Knife gemacht. Yeah. Damit habe ich jetzt die doppelte Power. Einmal rechts, links, rechts, links, rechts, links. Zack, 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 zack. Das trainiert Unterarm- und Oberarmmuskulatur zugleich, wenn man es mit gut kontrollierter Bewegung macht. Oberschenkelmuskel. Oberschenkelmuskel. Der Oberschenkel. So, ich wollte nämlich hier ein paar Planken machen, da mache ich mal glatt 100 von. Was wahrscheinlich gar nicht geht, weil ich das Holz erstmal... Ja, das dachte ich mir nämlich schon. Ich muss ja immer Wooden Planks machen. So, dann mache ich 100 raus. Und dann mache ich hier nochmal... so 50 sollten nochmal erstmal genügen. Zack. Das ist für eine riesen Gerätschaft vor der Tür. Das ist ein Abwasserkanalisator. Der katalysiert die Umweltgiftstoffe raus, deswegen ist das Fenster so grün. Mit der Zeit wird es ein bisschen rostig, weil es halt oxidiert. Und das ist sozusagen unsere Regentonne. Aha. Mhm, Super Brain of 9000. So, 1, 2, 3. Zack. Zack, 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 zack. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. So. 1, 2, 3. Das ist natürlich jetzt bescheiden, aber okay. Kommt das Essen hier in die Küche eigentlich? Ja. Linke Kiste, rechts, rechte Kiste. Ach, da, also ja. Die rechten, linken Kisten, die rechte. So rum. Da wird ein Schuh draus. Der Schuh ist Money too. Oh, oh. Verdammt, was ist denn das jetzt hier? So. Was sind das für Geräusche bei dir? Oh, was? Bei dir hörte sich das gerade an wie so eine Kuh. Ich habe ja eigentlich keine Kühe. Das war gerade so. Okay. Man kann sich auch täuschen. Oh, ich habe vergessen, den Timer zu stellen. So. Wird schon was gewesen sein. Ja, das war bestimmt dann ein oder andere sehr imposante, kuh-elegante, fast schon verbannte Mantelkante und den eleganten Kanten fanden auch gut. Ne? Mhm. Aber was hier auch noch fehlt, ja, das fehlt auf jeden Fall und definitiv und unglaublich. Ich kann nicht schlafen, weißt du? Ich, hier und so, das geht gar nicht. Ja, zum Glück habe ich ja verschiedenste Modelle im Angebot. Oh, Sie haben verschiedenste Modelle im Angebot. Welche hätten Sie so denn da so sein? Habe einmal ein Holzbett mit roter Bettwäsche. Ich hab's gerade übertrieben. Ein Holzbett mit gestreifter Bettwäsche und ein Holzbett mit orangener Bettwäsche. Oh, ich bin für orange oder gestreift? Ding. Ich muss nur noch sagen, wo die dann hinkommen dürfen. Moment, 1, 2, 3. Zählen für Anfänger. 1, 2, 3, so. Würde sich ja eigentlich hier in diesen Räumschaften anbieten. Im Räumschaften. Meine Damen und Herren, das sind die Räumschaften. Das klingt irgendwie so seltsam. Das war alles. Also du wolltest ein orangenes Bett? Ja. Insofern mir das gefällt. Das ist, orange ist hier nicht immer das schöne gleiche Orange. So. Stell dir das mal 1, 2, 3. Zack. Na, zack. Deona, Goku, Son. Son Goku, Sam! Son Goku! Son Goku! Sama! So. Na, runter. Runter. Zack und zack. So, damit man keine kalten Füße kriegt, wieder noch Ofen.
einen Ofen. So, man kann ja hier, man muss ja nicht das Ganze 1, 2, 3. So. Muss ja hier unten jetzt nicht unbedingt sein. So. Zack. Und hier links kann man ja nochmal einen abgetrennten Raum machen daraus. Mhm. Indem man geheime Experimente vollführt. Zombies mit zombieartigen Eigenschaften wie untot sein und trotzdem bewegen können. Und Hirne fressen. Nom, nom, nom. Kennen Sie nicht auch demnächst bei Ihnen den Zombie? So. Guck ich nämlich mal, ob ich Messer groß. Zack, dann machen wir hier noch so einen irgendeinen Raum raus. Entweder haben die. Sind da Nasen, die da haben, oder was ist das? Das sieht so ein bisschen aus wie so eine schräge Augenklappe. Ich glaube, das sind so Kuhnasen. Ja, habe ich auch irgendwie das Gefühl. Habe ich bisher auch noch nicht gesehen, was da baut. Wieder eine Neuerung, die ich bisher noch nicht gesehen habe. Heißt nicht, dass es neu ist, aber nur, dass ich es neu empfinde, meine Freunde. Na. So. Wo sind hier meine... Wo sind denn die ganzen Barren? Die hab ich gerade. Was willst du mit den ganzen Barren? Wo sind die Diamanten? Achso, die sind noch drin. Oh. 2x8 macht... 16. Gut. Wir haben genug Diamanten. Ich mache mir eine Diamantspitzhacke. Hihihi. Ja, ich muss mir jetzt erstmal ein paar Rüstungsgegenstände. Yay, ich habe einen Diamond Pickaxe. Yay. Teamwork lohnt sich. So. Ja, in der Tat. So, hast du noch ein paar Kisten? Die habe ich hier oben rechts in die oberste Kiste gemacht. Mein. Rechts, das ist eigentlich das Lager für... Oder meinst du hier unten? Nee, rechts in dem Holzbau. Das ist für die Gartenanlage. Achso, Entschuldigung. Macht nichts. So, alle Ressourcen sind drin. So. Das wäre auch sehr nett von dir, weil das möchte ich schon sehen. Ich bin so penibel, ich möchte das irgendwie sortiert haben. Also bei den Ressourcen, die man hier kriegt, will ich das halt mal so haben. Wo hast du die Kisten gefunden? Viel Rüstung konnte ich mir nicht machen. Ich konnte mir gerade mal ein Kopperoberteil und eine Eisenhütchen machen. So, du hattest gerade irgendwas gesagt, was ich leider nicht verstanden habe. Ich habe gesagt, viel Rüstung konnte ich mir jetzt nicht machen. Nein, das davor. Viele Kisten und... Oder was war das? Nee, ob du die gefunden hast. Ja, habe ich, sieht man. Also hier rechts sind die Kisten, aber wenn wir nachher Kisten unten haben, können wir die da reinpacken, sind so Materialien wie diese Erde oder Pflasterstein oder irgendwas, was man da von den Tonnen an Materialien, die man hier einsammeln kann, so mit sich rumschleppt. So Setzlinge kommen übrigens auch rechts rein. Das ist so die Garten- und Landschaftsbereich. Ah gut, dann kann ich meine Setzlinge da abnehmen. So, in die zweite Kiste aber bitte. So, wobei, ich bin mir gerade mal einfach am Fragen. Wir brauchen ja momentan nicht so viel Essen, ob ich mal kurz das ganze Feld hier voll Bäume pflanze. Weil die wachsen schon immens schnell. Ach komm, ich mach das einfach. Komm. So. Hey, hier sind ja noch gar keine neuen Lebensmittel. Ja, das meine ich ja eben. Dass ich da mal kurz Bäume pflanze, solange da jetzt gar nichts ist. Ich habe auch so viele. Achso, du bist schon soweit. Ups. Achso, und übrigens. Hey. Ja. Und. Hihi, und. Oh, ich habe Freund mitgebracht. Ein Stampfi. Na komm her, Stampfi. Boah. Hab Fleisch gekriegt, ich hab rohes Alienfleisch mir angeeignet. Baumsamen hier unten? Nein, zweite Kiste hier. Da. Mhm. Okay. Hab ich mir jetzt so gedacht. Oh,
Okay. Dass das so ein bisschen sortiert ist. So. Gehe ich nochmal nach Ressourcen schaufeln. Wie, noch mehr Ressourcen? Ja, Kohle. Falls ich mal eine Reise machen muss. Nee, dafür reichen die Bäume nachher, die wir haben. Glaub mir. Glaub mir, vertrau mir, das ist so geschandt. Und wir sind erst bei 7 Minuten. Ich würde sagen, wir könnten. Ja. Oh, ich habe ja ein Bett da oben. Ui. Mein Bett ist rechts. Meine Räumlichkeiten sind rechts. Du hast das, glaube ich, gerade vertauscht. Ey, ich dachte, rechts ist mein. Nein, rechts hat. Guck doch mal in die Lampe, die habe ich da eingemauert. Moment, da muss ich das nochmal umsetzen. Ah, dann lege ich einfach mal dein Bett ein. Ja, schadet ja nicht. Nee. Kann man aber auch im Grunde so lassen. Ist, also mir ist es zumindest wurscht. Muss ich das ein bisschen umdecken? Ja. Darf ich gerne an der Wand. Ja. Mit dem Rücken zur Wand. Elegant und charmant. Vom Teufel verbannt. Ja. Grandios und popant. Warte ich noch. Bewegt sich wie ein Trabant. So, jetzt. So. Dann gucke ich mal, ob wir genug Material für so ein Distress Beacon haben. Oder was hältst du jetzt davon? Achso, für das UFO? Ja. Ja, ich habe ja einen Püsterich, da kommt man bestimmt. So, du hast einen Püsterich, ich aber nicht, ne? Oh, das weiß ich jetzt gar nicht. Hatte ich einen? Ja, ich habe einen Bogen. Aber ich glaube, das reicht ja auch erstmal. Joa, der schießt zwar nicht so schnell, aber mit meiner Axt und meinem doppelten Kneifchen kriege ich das schon hin. Chip. Naja gut, mit den Messern machst du dann eher wuff. Weil die sind ja schon ganz groß. Die habe ich groß gezogen. Die haben zu viel Fruchtzwerge gegessen. Die Metal-Version. Fruchtzwerge! Yay! Yes! Soll ich denn jetzt auch so stellen, dass du dich am Ofen wärmen kannst? Wie ich? Nö, nur ich mag die. Warte mal, ich muss mal eine Kleinigkeit aber ändern. Ich habe auch einen Sessel. Nee, ich will keinen Sessel, nur ich will das nicht, dass das Bett so zwischen allem steht. Das ist irgendwie blöd. Ah, du hättest die Couch lieber am Fußende. Ja, genau. Ah, kannst du ja auch den Ofen. So. Nein. Ah, so, und zack. So wäre es mir nämlich lieber. Sieht ein bisschen besser aus. Naja, vielleicht noch ein Platz zwischen Schranke und Dingens und dem Ofen frei, aber naja, komm. Sei es drum, muss nicht sein. So, ich. Ach so, die Ressourcen sind ja da dran. Ey, du hast das ja. Ah, du hast das. Warum hast du das jetzt so sortiert? So. Du hast meine ganze Ordnung zerstört. Ich muss. Ich werde. Ah, wieso habe ich jetzt einen. Hä? Wieso habe ich denn jetzt den. Wieso habe ich den Ofen denn jetzt? Ja, das frage ich mir auch gerade. Ich bin noch unten gewesen. So. Wir brauchen davon und davon. Nur Diamanten nicht. So. Muss er denn? Was braucht man denn noch? Ach, Holzplanken. Das langweiligste ever. Ich dachte so, oh, jetzt fehlt bestimmt noch irgendein wichtiger so ein Zusatz, wie zum Beispiel Platinum habe ich nicht genug oder so. Nein, es ist das einfache, blöde Holz. Warum braucht der Disp? Ich kann nicht mehr genug Holz machen. Hast du noch irgendwas mit 10 oder 19 Woodplanks? 23. Ja, passt doch. Ja. Ich brauche nämlich Holzplanken. Mir fehlen 19. Yay. Danke. Dann kann ich nämlich jetzt ein Distress Bacon bauen. Breaking Bacon, bad. So. So, einmal ein Distress Beacon, bitte. Danke. Nicely won, I does success gear up before placing it. You never know who'll revise your signal. So, I accept my reward. So. Jetzt packe ich nur die Ressourcen wieder zurück. Die wollen ja nicht alle bei mir. Zack. So. Platinum. So. Hier haben wir nochmal den Barren. Den werde ich gleich verscharren. Mit einem alten Karren. Diesen blöden Barren. Da.
da 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 da. Ja, guck mal. Guck mal, guck mal, hier. Oh Gott. Boah, ne? Vor allem mit den dicken, fetten Hosen da. Aber dann habe ich ja in meinem Zimmer die Überwachungskamera. Ja, stell dir vor, da geht jemand rein und entfremdet irgendwas, was dir gehört, wie zum Beispiel dein Bett. Und das mag man natürlich nicht. Ja. Dann weißt du, wer es war. Kannst denjenigen verfolgen, bestrafen oder, ja, ne, was man halt so mit Leuten macht, die lieb in einem Bett... Ja, lieb haben. Ja, auf so eine Art und Weise. Oh, ich hab dich lieb. Komm, knuddel. Komm, komm, knuddel mit Faust in Fress. Aha, was ist denn das da oben? Aha. Übrigens, ich kann reden, guck mal. Okay. Also die dient nur zum Schutz deiner persönlichen Sicherheit, nicht dass Big Ape dich dann ausspionieren kann, wie du so mit deinem Zauberhütchen dann nackt im Bett schläfst. Ja. Ne? Der weiß dann mehr als wir. So, ich würde sagen, sollen wir uns dem... Oh, erstmal hinsetzen. Warte. Also ich persönlich würde sagen, wir sollten uns dem Raumschiff entgegenstellen. Ja. Aber ich würde das eher auf dem anderen Planeten nehmen. Auf dem nee, hier haben wir genug Platz. Der Ding macht nicht so viel. Wir müssen nur ein bisschen Platz schaffen. Ach so. Übrigens, Zotteltrottel. Der erinnert mich immer an so einen Terrier. Ja. Oder so ein, wie hießen die noch, die nicht nass werden durften, die kleinen Pelztrottel. Die, das war auch mal ein Film. Gremlin. Genau, wie so ein Gremlin. Habe ich übrigens auch als Plüschtier. Ja, hatte ich auch mal. So können wir ja hier machen. Guck mal, mit dem UFO. Ja, dann kann man, ja genau, hier stellt es aufs Dach und dann kann man sich da verstecken. Ja, ja, ja. Genau, ich komme da zwar nicht rauf, aber ist okay. Ja, Mann, der Beam kommt doch da drauf. Und yeah, da war hey, aber hau, aber hey, aber hau, aber hey. Sollen wir unten angreifen oder von oben? Ich würde sagen, von unten. Man kann ja dann rausgehen. Ja, jetzt habe ich Television-Monitore eingesetzt. Ist doch gut. So. Ich platziere da mal den Distress Beacon. Ja. So. Wusste meinen Bogen aus? Ich meine Füße nicht. Bist du bereit? Ja. Yeah. Bist du in Form? Ja. Yeah. Trägst du eine quadratische Unterhose? Oh, nee. Okay, ist auch gut so. Und kommt's. Yay. Easy. Boah. Okay, das macht mir kaum Schaden. Das ist gut. Ich gar nicht. Wow. Komm. Haha, er kommt nicht durch diese Mauern. Ach, oh, gut. Hallo. Wow. Hey. Ein Selbstmörder. Und was ist das da gerade? Ein Grafikfehler. Oh, wir haben schon gut Hunger. Grandios. Ja, macht auch gar nicht so viel Schaden. Ha, das hat seinen eigenen Soldaten umgebracht. Ja, so lobt sich's doch. Ups, jetzt habe ich einen zu viel eingesetzt. Naja, was soll's. So. Unten ist ein Panzer. Bitte was? Hilfe! Spring vorbei und spring vorbei und fällt dann doch hinein. Oh, wir haben einen Assassinen hier, Selbstmörder. Oh, mit Raketenwerfer. Kurze Bandagen.
Na komm, schieß dein eigenes Freund ab. Oh oh. Ich krieg da Hunger. Na komm, bleib ich bei Pfeil und Bogen. Ich hab schon wieder so einen Zotteltrottel an der Backe. Ah. Noch nicht ganz. Und unten haben wir noch einen Panzer. Guck mal, es schießt sein eigenes Raumschiff gerade ab. Hä? Die Panzer schießen ihr eigenes Raumschiff ab? Was soll denn der Blödsinn gerade? Gute Frage. Okay, wir haben es gemeistert. Yay. Super gemacht. Und ich habe wieder tatenlos rumgestanden, weil ich die blöden Waffen hatte. So. Und ich habe keinen Doppeljump. So, ich kann nur das Geld einhalten. Ja, Sinn. So. War doch toll, oder? Ja. Yay. Aber man kriegt jetzt immer 5 Augen, ne? Ja, irgendwie schon. Seit dem Wipe kriegt man immer das 5-fache von dem, was man normalerweise gekriegt hat. Ja, ich weiß nicht, was das für ein Effekt hat, weil du brauchst das eh nur einmal. Ja. So. Bandagen. War ja einfach. Ja, das war wirklich einfach. Das kann man sagen. Das ich war... sag aber mal so, das ist auch nur einfach, wenn man eine Schusswaffe hat. Ne? Ja, ansonsten ist es halt ein bisschen mühselig, wenn man so wie ich jetzt keine Überkopfwaffen hat, nenne ich sie jetzt einfach mal. Weil das ist dann ein bisschen schwieriger, das Ding einfach zu treffen, weil man das nur treffen kann, wenn es halt runtergekommen ist. So. Willst du mir nicht auch einen Multicore geben? Please. Im Moment, ich habe nur gerade Utensilien gemacht. Okay. Yay, ich habe meinen eigenen Multicore, sogar dreifach. Ja, 5 halbieren ist ein bisschen schwierig. So. Multicore. Zack. Ja, mal kurz meine Spitze. So, Metal Workstation. Zack. Jetzt haben wir eine Metal Workstation. Die erlaubt uns viel mehr zu machen als vorher. Alle Bäume sind fertig, soll ich die mal abholzen? Das können wir gleich im Teamwork machen. So, ja. Ich mach noch ein Star Map Upgrade. Kannst du dir auch mal machen? So. Macht man das? Indem du erstmal von mir Eisen kriegst. So. Ah. So, nutzen und. Star Map updated. New data has been uploaded to your ship navigation system. Select the beta sector from the top of the navigator when in the galaxy view to advance. Okay, yes, we can make only things that could be better than the old one. That's great. I'm. Wo ist denn das ganze Platinum hin? So, was fehlt mir denn hier? Wo ist denn das ganze Platinum hin? Habe ich das auch noch bei mir? Moment. Ja. Moment. Kriegst du gleich. Stahlbarren. Ich habe keine. Wieso habe ich keine Iron Bar mehr? Achso, ja, die habe ich ja gerade alle verballert. Ich bin. Ich bin. Ballerkopf. Nee, Eisen hast du mir gegeben. So, ja, sag ich ja. Habe ich dir ja alles gegeben. So, hier. Achso, Moment. Gegenzug kriegst du das hier. Und das da. Wir schmeißen ja einfach mit den Rohstoffen mir nichts, dir nichts über die Theke hier. Hört sich das? Gerade frisch gebaut und schon versaut. Was? Ah, jetzt kann ich mir Silbersachen machen. So. Eine Raffinerie, die wäre nicht schlecht. So, ich kann mal beides machen. So, jetzt fehlen mir aber nur noch Stahlbarren. Zack. Stahlbarren und eine Raffinerie. Yay, wir haben eine Raffinerie. Ich frag mich wann und wie. Ich hab eine Raffinerie. Was hast du für eine Rüstung auf Silber? Ich hab gar keine. Hä? Wieso hab ich denn kein. Ja gut, ich hab so ein bisschen Rüstung. Willst du meine Altstadt haben? So, ich hab die Raffinerie hier mal hin platziert. So, was habe ich mir denn noch so Schönes gemacht? Ach ja, übrigens, Willst du denn meine alte Rüstung haben? Nee, brauche ich nicht.
So, wir sind auch schon wieder bei 22 Minuten. Ja, würde ich aber mal auf Folgenpause intendieren. Ja, würde ich auch mal intendieren. Da müssen wir heute ein bisschen pingeliger sein. Dafür haben wir ja auch ein bisschen vorbearbeitet gehabt in der letzten Folge und in der Folgenpause. Und wir hatten das Alien-Raumschiff. Yay! Und das war ja so schwer, unglaublich. Aber naja, was soll man machen? Ich glaube, die Pinguine waren putzig. Ja, die waren lustig. Vor allem, weil die Panzer ihr eigenes Raumschiff abgeschossen haben. Achso, ich wollte noch mit dir hier abholzen. Ja, gut. Komm, das geht doch noch. Komm, die Bäume fallen doch schon fast von ganz alleine. Ey, mit abholzen, nicht nur einsammeln. Ja, ich fang mit. Okay. Dafür, dass Metallbäume sind, ist unsere Steinspitzhacke, Steinaxt hier aber ordentlich effektiv. Weil ich gut bin. Ich muss hier auch erst nach hinten laufen. Mann, wir sind die besten Holzfäller, die es gibt. Nein, der Baum fällt in die falsche Richtung. Bäume einweisen. Wird auch nur noch fehlen, dass Sachen dabei kaputt gehen, wenn der Baum drauf fällt. Boah, wäre auch ein lustiger Effekt. Wäre mal eine Idee. Keine Bäume auf Häuser So. Wow, Freundchen, nicht hier mit uns, ja? Warte. Verdammt. Dein Leben. Verdammt, ich wollte mit dem Brain Extractor da agieren, aber der Strahl ging irgendwie nur ein paar so ein Zentimeter raus und dann war ich schon wieder um. Meine ganze Energie gefressen. So, dann haben wir jetzt sogar noch ein bisschen den Holzfäller gemacht und unser Feld wieder befreit. Ich habe übrigens 579 Holz. Und du? Was hast denn du? 805. Ja, siehst du, das hat sich doch geholt und ne, das ist doch mal ein wirklich ehrenwertes Folgenende, würde ich doch mal so sagen, oder? Ja. Ja, sehe ich auch nicht anders, also von daher ist das wohl richtig, was ich so meine und deswegen sage ich bis morgen, bis zur nächsten Folge Starbound. Und dann werden wir uns auf den Weg machen in den nächsten Sektor. Heute auch mit Heimatplaneten dann, oder? Ja, wir haben ja jetzt einen. Oder was meintest du genau? Weil? Nee, das ist... Ja. Ja, das war genau gemeint. So. Ich hatte nämlich erst gedacht, wir hätten gar keinen. Nee, ich habe auch gedacht, wir hätten einen eingestellt, aber irgendwie wollte der nicht. Ja, auf jeden Fall, bis morgen, bis zur nächsten Folge und dann gehen wir in den nächsten Sektor, sagt er. Yeah. Ja. Und dann werden wir sehen, was Son Goku da so anrichten kann, ohne Rüstung. Genau. Also als Saiyajin bin ich ja doch schon sehr widerstandsfähig, obwohl ich nicht so eine richtige Rüstung anhab. Ja, muss ich auch sagen. Wheeze, yay, yeah, hey, woo, hey. Naja, bis morgen.